kann ich da wirklich sehr, sehr heftigst empfehlen. Wenn für schnelle Welle ist Spidey barbermäßig. Sonst. Nur mir ist jetzt überlegen, kommt halt natürlich drauf an auf den Spielstil. Aber ich mochte ehrlich gesagt auch Logan, Wolverine, war boah, auch wieder so ein Charakter auf schnelle Welle. Wenn du sagst, so Spidey und Logan, oh, du machst doch leicht, du willst so schnell wie möglich bam 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 machen, einfach nur deine Punkte kassieren oder was auch immer, dann sind die zwei Charaktere must have, meiner Meinung nach, richtig geile Charaktere. Und Venom war auch, ist auch ein sehr guter Charakter, kann ich auch empfehlen. Aber ein bisschen unterschätzt finde ich ein bisschen Morbius. Morbius hat mir relativ gut gefallen, weil der hat auch eine Kettenkombo, aber er hat eine starke Kettenkombo. Nicht so wie Logan oder wie Spidey. Spidey auch eine gute Kettenkombo, aber da müsstest du halt einfach quasi one-shotten. Das ist dann wieder so dieses Dieses Mal halt in dem Fall dann wieder das so gemeint mit schwache Gegner. Aber ich kann es wirklich extrem empfehlen. Nimm da vielleicht sogar, probier dich einmal aus. Morbius. Ich habe es eine Zeit lang probiert mit Blade. Blade war... Blades hat coole Sachen, aber... Da hat mich am Anfang... Fand ich ihn cool, weil da ist halt auch natürlich die Kettending und alles drum und dran. Aber später dann... Habe ich mir mehr erwartet. Da geht man dann ab und zu ein bisschen zu schnell hops, finde ich. Irgendwie, ich weiß nicht. Da hast du halt quasi dann so Momente, wo du so einfach nur so denkst, so, oh, wenn du diese Blutung-Kombo hast, ja, dann ist er gar nicht mehr so schlecht. Ich finde es auch super, dass er sich auch heilen kann und alles drum und dran. Aber ich finde es so, gerade so gegen Ende hin, wieder immer ein bisschen unnütze. Ich fand ihn dann so gegen Ende dann nicht mehr so leibend. Und ich sag da mal ganz ehrlich. Wanda. Digga. Puh. Wirklich, Wanda war wirklich. Puh, Alter. Die kannst du vergessen, die Tante. Die war richtig für den Arsch. Später hin habe ich mal gedacht gehabt, okay, passt. Pi mal Daumen. Kann man schon mal was machen. Das Einzige, wo ich aber einfach nur sage, ist, ich finde Wanda eigentlich quasi nur dann leibend, wenn du sie alleine spielen würdest. Du wirst es gar nicht glauben, so im Team ist sie richtig rotze, finde ich, meiner Meinung nach. Aber sobald du nur mit ihr alleine spielen würdest, ist sie gar nicht mehr so schlecht. Ist sie gar nicht mehr so schlecht, nur ich finde halt einfach für die Fähigkeiten, was sie drauf hat, macht ihr einfach zu wenig Schaden. So, dass du sagst, die geht ja mehr auf Radius, auf Umgebung mäßig. Finde ich halt einfach, dass sie halt viel zu schwache Angriffe hat für das, was sie auch an kleinen Raum als Umgebung hat. Also sie kann ich mal überhaupt nicht empfehlen. Wenn du trotzdem auf das Ganze stehst, was die Wanda für Fähigkeiten hat, ruhig zu, tob dich aus. Ich mag sie überhaupt nicht. Gerade am Anfang habe ich sie richtig gehasst. Aber dann später habe ich sie dann in den Realm da wieder irgendwie wieder hast, wo du so richtig schön leveln kannst und alles drum und dran. Da fand ich sie dann gar nicht mehr so schlecht. Aber ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Hello, Administrator Hayes. Kauf für Waffen in der Werkstatt. Haben wir jetzt hier erledigt. Hab eh fast kein Geld mehr. Super, Chefe. Ich würde mal sagen, warten wir mal auf den nächsten Tag. Alle Ärzte sind einen Tag lang nicht verfügbar. Wow, Alter, was soll denn das für eine Scheiße hier? Der Beschwerden, Alter, was ist da los? Weil, wo ist das nicht? Gleich Streik. Wie in Amerika, wie in Hollywood, Buddy. Kann ich. Normalerweise würde ich sagen, ja, safe. Lieben gern. Können wir noch verpacken, bitte? Ja. New objectives are awaiting your review. Konstrukteur, verliere den Einsatz. Alles klar. Mir wäre ehrlich gesagt wichtig, dass ich halt einfach mein ganzes Team habe. Ist mir ehrlich gesagt wichtiger. Hello, wenn ich da nicht mein Standard-Team habe, bin ich glaube ich in Arsch daheim. This one's a priority. Bin ich glaube ich beinahe in Arsch daheim.
Dementsprechend habe ich lieber so mein Standard-Team. Die anderen Teams, die können wir dafür verschwenden, wenn wir halt nichts mehr zu tun haben. In dem This Game. One's a priority. Dann sage ich mal definitiv ja. Sonst fick dich. Hello, Administrator Hayes. Materialmäßig schaut relativ gut aus. Ich glaube, sonst können wir eigentlich ehrlich gesagt wirklich was machen, gell? What brings you to my lab? In der Kaserne, bla bla bla, Hello, Werkstatt. Need a gun, ja, können wir zwei kaufen, aber. Ah, da hebe ich mal lieber Hello, noch das Geld auf. Hayes. Wer weiß, was wir wieder alles herausfinden. New objectives are awaiting your review. Alles klar, ja, dann gib halt ein paar Materialien aus. Stört mir nicht. Hauptsache, wir können dann langsam die nächste Einsatz starten. Administrator. Passt, perfekt. This one's a priority. Understood. Perfekt, perfekt. Hast du auch schon zufälligerweise Storm gespielt? Ich muss nochmal die Kampagne spielen von Marvel Midnight Suns. Ich will die dunkle Seite mal sehen, wie das so abgeht. Understood. Mir fehlen sowieso noch zwei Trophäen auf die Platin, also dementsprechend. Hello, vielleicht sogar mit Safe, mit Facecam und alles drum und dran. Das kann man ja eigentlich quasi auch dann ein bisschen durchstarten, sage ich jetzt mal in dem Fall. Lasse ich jetzt aber trotzdem noch ein bisschen an der Seite liegen, weil ich halt einfach nur ein bisschen es sacken möchte, weil ich einfach nur viel zu viel Erinnerungen habe von dem Game, weil das einfach nur, es war richtig geil. Es ist so ein geiles Game. Aber also Marvel Midnight Suns wirklich, Leute, gönnt euch das Game. Das ist einfach der Wahnsinn. So dermaßen unterschätztes Marvel Game. Also ich war so dermaßen überrascht. Das war für mich schon wieder so, ja, okay, Marvel Game kommt. Ich freue mich. Mehr war das nicht, aber ich habe mir nicht gedacht, dass es so ein geiles Game ist. Weil zum Beispiel auch mit das Marvel's Guardian of the Galaxy. Boah, was da, ich glaube Square Enix mit Deus Ex Entwicklern rausgebracht haben. Digga, was war das bitte für ein geiles Game? Haverer, richtige Bombe rausgehauen. Dann hauen sie noch eine Bombe raus mit Marvel Midnight Suns. Richtig, richtig stark. Und seitdem ich damals, glaube ich, Ultimate Allianz, bin ich ein richtig großer Fan von Teil 1 und 2. Schade, dass das halt einfach alles auf Englisch ist. Ich glaube, der zweite ist dann auf Deutsch mit Untertitel. Also nicht deutsche Aussprache, Sprachausgabe, wenigstens mit Untertitel und Menüführung. Ich glaube, der erste Teil ist nicht einmal mit Menüführung auf Deutsch. Dementsprechend, aber trotzdem richtig geiler Fan. Und seit Teil 3 rausgekommen ist und es kommt so ein Marvel-Produkt, außer Spider-Man, das ist eh klar, Spider-Man-Brudi, das ist einfach nur abspritzes Fuck. Bin ich irgendwie so ein bisschen so, okay, Operations es kommt was Neues, hab etwas Angst. Es hört sich ein bisschen arg, aber hab etwas Angst vor Marvel-Produktionen. Weil das Marvel's Avengers, muss ich sagen, geile Story. Kann man echt nichts sagen. Understood. Richtig, richtig geile Uploading Story. Aber hat mich einfach teilweise von vorn bis hinten enttäuscht. Dann so im Nachhinein, irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich es quasi nochmal spielen. Dass ich sage dann, okay, passt. Es gefällt mir dann doch und alles drum und dran. Jetzt haben sie viele Charakter ja neu rausgebracht, wie Black Panther. She-Hulk war ja damals in Planung, aber da ist ja dann die eine kleine Katastrophe dann passiert, wo es dann von vorn bis hinten enttäuscht. Dann so im Nachhinein, irgendwie. Ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich es quasi nochmal spielen, dass ich sage dann, okay, passt, es gefällt mir dann doch und alles drum und dran. Jetzt haben sie viele Charakter ja neu rausgebracht, wie Black Panther. She-Hulk war ja damals in Planung, aber da ist ja dann die eine kleine Katastrophe dann passiert, wo es dann von vorn bis hinten enttäuscht. Dann so im Nachhinein, irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, Marvel Avengers hat mich halt relativ ein bisschen enttäuscht, aber geile Story. Hawkeye, ja, voll Hawkeye und so ist ja auch noch rausgekommen dann im Nachhinein. Und Spider-Man, Brudi. Ich habe das Schwingen gesehen, Brudi, mir ist das Kotzen gekommen. Ich habe mir gedacht, was ist das? Was ist da los? Da gab es ja eine Zeit lang die urgeilen Memes.
Richtig, richtig geile Memes, Alter, auf TikTok. Die wieso schwingt so bei Marvel Avengers? Mit so irgendeiner scheiß Musik so im Hintergrund. Und dann kommen die einfach da mit Spider-Man, also mit Marvel Spider-Man von Insomnia Games. Digga, Alter. Da schwingen dieser Unterschied von Marvel Avengers und Marvel Spider-Man. Einfach genial. Einfach genial. Passt. Normalerweise glaube ich, sollte eh nichts sein. Normalerweise. Man kann nicht wissen. Man kann echt nicht wissen, aber. What? Wir können jetzt so Sachen aufmachen. It's quiet. Too quiet. Wir können jetzt die Sachen aufmachen. Leck mir am Arsch. Hacking Terminal now. Yippie! Geil, Alter, geil, wir können jetzt. Ah ja, voll, das hätte ich auch noch machen können. Er passt eins nach dem anderen. Wir haben sie eh relativ chillig hier. Einmal, zweimal. Stepo, dreimal, Alter. Wir können jetzt die Sachen aufmachen. Leck mir am Arsch. Hacken Terminal now. Wieder. Geil, Alter, geil, wir können jetzt. Ah ja, voll, das hätte ich auch noch machen können. Er passt eins nach dem anderen. Wir haben sie relativ chillig hier. Einmal, zweimal. Stepo, dreimal, Alter. Wir können jetzt die Sachen aufmachen. Leck mir am Arsch. Hacken Terminal now. Wieder. Geil, Alter, geil, wir können jetzt. Ah ja, voll, das hätte ich auch noch machen können. Er passt eins nach dem anderen. Wir haben sie relativ chillig hier. Einmal, zweimal. Stepo, dreimal, Alter. Wir können jetzt die Sachen aufmachen. Leck mir am Arsch. Hacken Terminal now. Gut. Quasi entscheidend. Der kleine Havara da. Vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt. Access granted. Könnte um Leben und Tod entscheiden. Finde ich geil. Let's see what's inside. Ich würde mal sagen, jeder ist jetzt einmal beschäftigt. Na geh, Alter. Ich will jetzt schon wieder sagen, Alter, geht schon wieder nicht weiter, oder fick dich. Let's see what's inside. Naja, schau, es geht eigentlich jedem relativ zu gut. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Jeden geht's zu gut. Das geht einmal gar nicht. Ich überleg nur. Gab's schon in den vorigen Bereichen irgendwas mit Hacken? Klappt nicht. Es hat, glaube ich, erst hier begonnen. Bilde ich mir jetzt ein. Müsste jetzt liegen. Aber normalerweise hat sie erst das da begonnen. Passt. Dann hätte ich gesagt gehabt, fahr mal auf. Ich bin gespannt. Eine Tier haben wir auf alle Fälle. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Eine Tür haben wir. Jeden geht's relativ gut. Ja, wieso soll es auch niemandem gut gehen? Freue mich jetzt eigentlich irgendwie im Prinzip. Die Drohne gefällt mir irgendwie richtig, richtig gut. Das taugt mir volle Wäsche, dass du so quasi noch so ein bisschen Unterstützungsfeuer da noch am Start hast. Das taugt mir irgendwie jetzt gerade volle Wäsche. Weiß nicht. Ich bin so richtig bärert gerade auf die Drohne. Und irgendwie so gerade so ein bisschen auf Watchdog-Style. Ich weiß nicht. Die Drohne taugt mir gerade irgendwie. Die Drohne taugt mir. Ich weiß nicht. Nenn mich deppert. Aber irgendwie geil. Okay. Alien oder wer geht da spazieren? Runner hier. Nur noch nicht. Let's see what's inside. Oh, shit. Okay. Let's see what's inside. Ist mein scheiß verficktes Alien hier unterwegs? Alles klar, Havara. Gut zu wissen. Come on, Team! Runner here. Nein! Gleich so? Fick dich. Und tschüss. Weg mit dem. Ja, Panzerung weg, aber wurscht. Nicht so tragisch. Muss noch mal kurz so drüber schauen. Ja, der linke Weg.
Der linke Weg würde mich interessieren. Der linke Weg haben wir letztens nicht genommen. Vielleicht gibt es da irgendwas anderes. Vielleicht ist da irgendwas Neues. Das wäre halt mal wieder zu schön gewesen, ja. Das wäre jetzt definitiv zu schön gewesen. Ah, okay, das ist eine scheiß extra Explosion dabei kommt der neues drum und dran, gell? Okay. Ja, dann würde ich sagen, hau dich da in die Hütten rein. Ich glaube, das sollte bei jedem passen. Sicherheitshalber. Gehen wir denen mit. Was die Sicherheitshalber gehen mit einer mit, dass ja nichts passieren kann. Weil sonst hau ich da gleich wieder die Schrotflinten raus. Auf wichtig und richtig angelehnt. I think we're good. Boah, von der Seite plötzlich kommen sie auch wieder zu 10 daher, oder seid ihr steppert oder was? Fickt euch. Ganz ehrlich. Ja, machen wir da das. Ja, machen wir das auf. Wir könnten zwar da durchgehen und alles drum und dran, aber was der? Sicher. Machen wir einen entspannten Hasen. Machen wir einen entspannten Hasen. Ich habe nur Angst, dass die Viecher da drüber springen können. Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich Angst, dass sie rüberspringen können, einfach plötzlich. Uli, muss echt nicht sein, dass sie dann plötzlich hier landen. Waren eh schon 2 Punkte unterwegs. Taugt mir nicht. Die gehen noch viel zu entspannt. Moin, Tigi! Servus, grüß dich, wie geht's denn so? Schön, dass man wieder... Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich Angst, dass sie rüberspringen können, einfach plötzlich. Uli, muss echt nicht sein, dass sie dann plötzlich hier landen. Waren eh schon 2 Punkte unterwegs. Taugt mir nicht. Die gehen noch viel zu entspannt. Moin, Tigi! Servus, grüß dich, wie geht's denn so? Schön, dass man wieder... Irgendwie habe ich Angst. Irgendwie habe ich Angst, dass sie rüberspringen können, einfach plötzlich. Uli, muss echt nicht sein, dass sie dann plötzlich hier landen. Waren eh schon 2 Punkte unterwegs. Taugt mir nicht. Die gehen noch viel zu entspannt. Warte. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Punkt wegkriegen. Ach, Gott sei Dank. Schön, dass du noch Mod bist. Weiß nicht, wieso das so war, aber... Ich glaube, der wäre... Ah, okay, der eine Punkt bewegt sich nicht. Aber dafür bewegt sich wieder der nächste Punkt hier. Scheiße. Ja, jetzt ist in Arsch da haben. Jetzt ist in Arsch. Ah, das geht's aus. Oh, von hinten. No way, Motherfucker. Und gleich der nächste Pisser. Ah, schnell. Du das schnell plündern. Wir brauchen hier ein Safe Room. Irgendwas in irgendeiner Richtung brauchen wir jetzt. Birdie, Haverer. Birdie. So. Gehen wir. Nein. Platz. Geht's da entlang. Könnten wir eigentlich als Safe Room starten? Könnten wir eigentlich im Prinzip. Es geht eh jeden relativ so halbwegs gut. Oh ja, lassen wir es mal ganz kurz so. Gehen wir mal da ein bisschen durch. Wir können sich da ja auch ein bisschen eine Bunker nochmal schauen, von welcher Richtung da der nächste Pisser mal daherkommen könnte. Uns geht's eh gut. Dabei geht's uns doch gut in dem Game. Die Drohne hätte ich jetzt aber, ehrlich gesagt, nicht gesehen gehabt, dass du schießt. Muss ich die extra aussuchen? Also muss ich jetzt extra wieder separat alles da rum, gell? Aha, okay. Na, da habe ich mir jetzt gerade irgendwie... Die kann ich sogar noch befehlen. Aha. Bin jetzt gerade ein bisschen baff.
Come here, boy. Fand ich jetzt gerade ein bisschen interessant, das mit der Drohne, aber okay. Ich würde nur gern aus dem Menü rausgehen, aber na gut. Ah, die machen das schon wieder so deppert geschissen. Boah, wie ich das hasse. Passt, außer da. Schaut ein bisschen was aus. Wow, Alter. Wow. Ich glaube, das Spiel stürzt gleich ab. Wow, was war das? FPS-Einbruch des Todes. Wow. Ja, das hab ich mir gerade gedacht. Das habe ich mir jetzt gerade gedacht. Wow, Alter, was war da jetzt los? Das war aber jetzt aber so klar. Das war jetzt aber so klar, Alter. Plötzlich FPS-Einbruch, Alter, von 1. Digga. Halleluja. Na gut. Auf das trinke mal. Bis deppert, kann ich wenigstens auf einen Kaffee gehen. Na immerhin. Ja, sonst kriegt man ja keine Kaffeepause. In dem Hurns. Spiel da. Bis deppert. Muss die ganze Zeit nur Angst haben. Außer machst du einen Safe Room. Na super. Na Alter. Wollt's mich ficken oder was? Na gut. Dann machen wir halt wieder alles von euch. Super. Ist ja nicht so, wie wäre ich da jetzt schon 20 Mal durchgegangen, aber passt. Juhu, freue mich richtig, dass wir da jetzt wieder alles entlang gehen können. Wahrscheinlich kommt eh gleich wieder das nächste Alien. Ja, das stört mich gerade. Jetzt bin ich da den ganzen Weg da entlang gegangen und alles drum und dran. Ja. Stört mich. Stört mich insgeheim. Muss echt nicht sein, aber na gut. Weil es ist ja nicht einmal mein Fehler gewesen, oder beziehungsweise ich bin ja nicht einmal gestorben, sondern es ist ja eigentlich ein Fehler von dem Game gewesen. Aber na gut. Ist halt so. Okay, Reparaturding. DNA, eigentlich im Prinzip, wenn die Aliens hier eigentlich eh schon unterwegs sind, könnte man sie den einen Haverer da aber auch holen. Eigentlich fast im Prinzip, aber ist ja wurscht. Gehen wir mal, wollte es gerade sagen. Geht's einmal da entlang. Könnt schon mal auf einem losschießen, wenn der da schon mal da reinkommt. Wen eine gut. Geht man sich eigentlich voll erwischt, die eine scheiß DNA holen? Eigentlich beinhart. Du hast sogar zwei von den Dingern. Ja, schau dir das an. Wäre eigentlich gar nicht mehr so deppert. Come on, Team! Krieg gleich mal wieder Säure ab, Digga. Ja. Achso, nein, können wir gar nicht durchgehen. Schau dir das an. Können wir gar nicht durchgehen. Irgendwie ein bisschen schade. Irgendwie ein bisschen schade, dass wir es sich gar nicht holen können. Weil krieg gleich mal wieder Säure ab, Digga. Das kann nicht öffnen, oder? Na, scheiß mal drauf, oder? Ja, ich scheiß drauf. Ist ja eigentlich im Prinzip. Ist da ja eigentlich eh nix. Und das nächste Alien. Ja, gut, dass ich die Treffsicherheit ein bisschen erhöht hab. In der Gruppe da. Und sonst normalerweise, Alter, würdest du gleich mal ganz, ganz anders abgehen. Einmal. Ja, sicherheitshalber. Sicherheitshalber geht's da mal kurz in Deckung. Das ist sicher nicht schlecht. Ja, gut, dass ich die Treffsicherheit ein bisschen erhöht. Dass da einer reingeht. Sehe ich das schon. Drone spotted. Ja, sicher, kannst gleich den Bastard erledigen, auf alle Fälle. Eins nach anderen, Leute. Eins nach anderen. Ja, geht sich die Schrotte aus. Alter, vier Türen da verschwassen, Alter, bis deppert sicher nicht. Na, tu ich mir nicht an. Vier Türen da verschwassen, Alter. So, ich hab kein Geld scheißen mit der Reparatur. Na. Reparatur habe ich kein Geld scheißen, aber na gut, passt. Machen wir sie weiter rein. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder FPS-Einbruch des Todes haben. Come on, Team. Das wäre ein bisschen dezent, Arsch, aber ja. Kann passieren. Kann definitiv passieren.
Yeah, these critters have no respect for the furniture. So, du gehst mir jetzt einmal definitiv. Ah, okay. Das ist denn gut. Den Leuten geht's auch gut. Ja, der eine hat ein bisschen halt Säure gefressen. Ja, kann einmal passieren. Er wollte sich, glaube ich, ein bisschen gönnen. Hat er sich gegönnt? Sagen wir es mal so, hat er sich gegönnt. Wie in diesen einen scheiß Meme, Alter, Bruder. Wie in den scheiß Meme, Alter. Von DSDS. Ja, wenn ich mir in 10 Männern im Bett liege, heißt das nicht schlampig, sondern habe ich mir gegönnt. Digga! Oh. Weißt du, die kommen jetzt von allen Richtungen. Einmal. Zweimal. Geh mal schnell, 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 schnell. Ganz, ganz schnell. Welding access. They're trying to breach in. Drone reacquired. Wenigstens. Ja, vielleicht wenigstens nur von der Richtung. Vielleicht haben wir einen Klick. Aufpassen. Aufpassen, Haverer. Aber schöner kritischer Hase. Schöner kritischer Hase, kann man echt nix sagen. Passt, einmal, zweimal. Let's see what's inside. Wie geht's, Erna? Ja, ein bisschen eine Panik, aber gehört dazu. Ein bisschen eine Panik gehört dazu. Hauptsache, wir haben auch ein bisschen eine Probe dazu gekriegt. Wir sind noch. Die Jagd. Chill, chill noch. Chill wir noch ein bisschen kurz drin, bis wir nicht mehr der Gejagte sind. Währenddessen trinken wir ein bisschen Wasser. Digga, 33 Grad draußen. Ja, muss man sich gönnen. Bis Depp, oder ja. Ja, irgendwie schön, dass man mal wenigstens an einen Sonntag einen freien Tag hat.